Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Dark. Wobei, willkommen zurück, der falsche Ausdruck ist. Es ist nämlich der erste Part vom neuen Projekt meinerseits. Wir spielen, wie ich schon gesagt habe, Dark. Dark ist ein Stealth-Adventure mit irgendwie Rollenspiel-Einschlag und so weiter und so fort. Ich habe an und für sich gar keine Ahnung, worum es genau geht. Ich weiß nur, wir sind ein Vampir und kriegen irgendwelche Missionen und schauen, dass diese Missionen auch erfüllt werden. Es hat sich brutal interessant angehört, deswegen legen wir jetzt einfach los und dann schauen wir mal, was das ist. Einfach mal ein neues Spiel. Festgemerkten Punkt automatisch, dadurch können Sie das Spiel spielen. Ja, das ist okay. Wusstest du schon, dass du unbedingt einen Blutvorrat verbessern solltest? Ja, das ist eine gute Ansage. K. Alles begann in Dunkelheit. Eine Welt voll Schmerz empfing mich. Ein Pochen dröhnte in meinem Kopf. Es war, als hämmerte etwas gegen meine Schläfen. Plötzlich kam ein weißes Licht auf mich zu. Ich erkannte in dem Licht einen Menschen. Ein Engel. Die Lichtgestalt strahlte etwas Beruhigendes aus. Eric. Der Engel sprach zu mir. Eric, es ist Zeit. Der Engel verschwand und das Hämmern wurde drängender. Schneller, langsam konnte ich darin etwas erkennen. Einen Rhythmus und verschiedene Töne, die sich zu einem Musikstück arrangierten. Die Dunkelheit klarte auf und wich verschwommener Umgebung. Ich konzentrierte mich darauf und gewann meine Orientierung zurück. Um mich herum waren Menschen, zuckende Leiber, die sich zum Rhythmus der Musik bewegten. Mir war übel. Aber immerhin konnte ich mich wieder bewegen. Ich musste mir etwas Wasser über den Kopf laufen lassen. Das würde mir gut tun. Okay, der Marker, dieses Dreieck, zeigt dir an, wohin du gehen musst. Okay. Mit VIDS, benutzt die Maus, um die Kamera zu drehen, das kennen wir ja mal. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Die Übelkeit wurde immer stärker. Mit letzter Kraft schleppte ich mich weiter. Supi. Wenn man es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist entweder auf einem brutalen Tipp, mein Freund, brutalen Trip, mein Freund, oder du hast dir zu viel hinter die Binde gekippt. Aber wir werden es erleben. Jetzt lasst erstmal Wasser überlaufen und dann schauen wir mal, was mit dem guten Jungen noch so passiert. Dieser geriffelte Rand da, beziehungsweise dieses Tunnelblickoptik, macht schon schwierig. Oder nervt mich momentan, sagen wir es mal so. Eric, deine Aufgabe wartet. Eric. Eric Bane. Wie eine Kugel schoss der Name durch meinen Kopf. Es war mein Name. Weitere Erinnerungen an mich hatte ich nicht. Die Dunkelheit in meinem Kopf verschleierte alles. Eric Bane, das ist der kleine Bruder von Bane. Der Engel war verschwunden, ebenso wie die Schmerzen. Ach, besser. Es war an der Zeit herauszufinden, wer ich war oder was ich hier tat. Die Chance war groß, dass mich der Türsteher hatte reinkommen sehen. Verschwinde. Vielleicht wir konnte er keine Zuschauer. Ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Okay, dann ab zum Türsteher. Sprich mit mir. Da vorne, 13. Ja, genau, das könnte hinkommen. Hey. Ja? Was willst du? Ich wollte fragen. Mehr kam mir nicht über die Lippen. Der Anblick seiner Waffe weckte eine Art Erinnerung. Hey, hey Mann, alles in Ordnung? Ja, ja, schon gut. Mir geht's blendend. Bin ich alleine in den Club gekommen oder war jemand bei mir? Keine Ahnung, meine Schicht hat gerade erst begonnen. Mein Boss stand vorher an der Tür. Wo kann ich den finden? Er wird sich sicher irgendwo hinten rumtreiben. Frag an der Bar nach Tom. Dieser Erinnerungsfetzen hatte sich verdammt echt angefühlt. Auch wenn ich ihn nicht ganz verstand. Was sollte ich daraus machen? Ich machte mich auf den Weg zurück in den Club, um mich mit dem Sicherheitschef zu treffen.
Vielleicht würde er mir weiterhelfen können. Schau mal, das leckt irgendwie ein bisschen. Ich glaube, ich muss da mit der Grafik noch was arbeiten, dass man das ein bisschen flüssiger hinbekommt. Ich nehme ein... Er nimmt eine Bloody Mary. Nach Art des Hauses. Wer sagt, dass ich eine Bloody Mary haben wollte? Glaub mir. Ich weiß sehr genau, was du willst. Weißt du, wo ich Tom finde? Tom? Ja, zufälligerweise weiß ich, wo Tom ist. Du findest ihn, wenn du die Treppe nach oben nimmst. Viel Glück. Okay. Bis später. Ja, bis später. Das Zeug schmeckte widerlich und es hatte einen merkwürdigen Beigeschmack. Allerdings war mein Körper anderer Ansicht und eine wohlige Wärme breitete sich in mir aus. The Bloody Mary ist nach Art des Hauses. Wir wissen ja schon, dass es um ein Vampir-Game geht. Deswegen, was könnte das wohl gewesen sein, mein Freund? Man weiß es nicht. Wir werden es später rausfinden. Oh, die Striptease ist noch ein Funky Body Painting. Sieht gut aus, ja? Hey, Mann. Alles klar? Kennen wir uns? Nicht direkt, Mann, aber kennen wir uns nicht alle irgendwie? Ich meine, wir sind ja quasi eine große Familie. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Scheiße, Mann. Du hast echt keine Ahnung, oder? Mein Gedächtnis ist im Moment etwas vernebelt. Klar, Mann. Ich weiß genau, was du meinst. Hey, wir können dir helfen. Das heißt, ich kenne jemanden, der es kann. Folge mir, Mann. Dann bringe ich dich zu ihr. Sie wird dir sicher helfen. Ihr Name ist Rose und sie weiß mehr darüber als der Rest von uns. Dann geh mal halt mal dem komischen Typen nach. Ich find's schon interessant, warum wir sie in diesem komischen Club rumgammeln. Das ist alleine schon sehr interessant. Hey Mann, du hast echt Glück, dass du mich getroffen hast. Es gibt da draußen welche von uns, die sind echt scheiße drauf. Die hätten dir bestimmt den Kopf abgerissen oder sowas. Aber mach dir keine Sorgen, wir sind gleich da. Rose gehört übrigens der Club. Interessant. Die guten und die bösen Vampire anscheinend. Hübsches Teil. Aber es sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Also es hat so ein bisschen was von dieser Comic-Optik. Wer zum Beispiel mein Let's Play von The Darkness 2 gesehen hat, der weiß, was ich meine. Den ganzen Ähnels von der Aufmachung hier ein bisschen. Hallo, Tom. Ich sehe, du bringst einen Gast mit. Schön, dich wiederzusehen. War der Drink in Ordnung? Hey, Rose. Der Typ hier hat keine Ahnung, was Sache ist. Er kann sich an nichts erinnern. Und er ist ganz alleine hier? Sieht ganz so aus. Hey, ich bin noch hier. Könntet ihr mir mal erklären, was hier los ist? Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Du bist ein... Vampir. Ein Vampir wie Tom und ich auch. Na klar. Danke für den Drink und nichts für ungut. Aber ich gehe dann mal. Tom, zeig es ihm. Hey, netter Trick, Mann. Wie? Du hast aus Reflex auf deine Vampirfähigkeiten zurückgegriffen. Nicht schlecht. Du scheinst ein Naturtalent zu sein. Danke, Tom. Ich kümmere mich jetzt um unseren Gast. Du kannst wieder gehen. Alles klar. Bis später, Mann. Also? Mein Name ist Eric. Eric Bane. Gut, Eric. Ich bin Rose. Ich hoffe, unsere kleine Demonstration hat dich überzeugt. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist richtig. Im Moment hast du auch ein deutlich größeres Problem, um das du dich kümmern musst. Du bist noch kein vollwertiger Vampir und das hat einige Tücken. Vollwertiger Vampir? Warum bin ich noch kein vollwertiger Vampir? Wenn ein Vampir dein Blut trinkt und dich dadurch tötet, wirst du selbst zum Vampir. Allerdings ist die Umwandlung dadurch noch nicht abgeschlossen. Zuerst musst du noch das Blut deines Erschaffers trinken. Erst dann bist du ein vollwertiger Vampir.
Und da ich nicht weiß, wer mich zum Vampir gemacht hat, ist das ein Problem. Ganz genau. Ein Vampir erschafft nicht einfach so einen anderen Vampir. Wir versuchen, unsere Existenz vor den Menschen zu verschleiern. Und jeder weitere Vampir erhöht das Risiko, dass wir entdeckt werden. Dein Erschaffer hat uns alle gefährdet, als er dich einfach zurückließ. Kein Vampir würde freiwillig den Zorn aller anderen auf sich laden. Ich nehme an, dass ihm etwas zugestoßen ist. Und was passiert, wenn ich nicht sein Blut trinke? Das möchtest du nicht wirklich wissen. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert, wenn jemand zum Vampir wird. Aber solange du nicht das passende Blut bekommst, fängt dein Gehirn an, langsam auszusetzen. Du wirst mehr und mehr zu einem Tier, bis du schließlich alles Menschliche abgelegt hast. Wir nennen solche erbarmungswürdigen Kreaturen dann Ghule. Glaub mir, du möchtest unbedingt vermeiden, zu so einer Kreatur zu werden. Hab ich denn irgendeine Wahl? Ja, das Blut eines alten und mächtigen Vampirs kann theoretisch das Blut deines Erschaffers ersetzen. Aber ich rede hier von Vampiren, die schon mehrere Jahrzehnte im Geschäft sind. So einen wirst du im Sanctuary nicht finden. Ich kenne aber jemanden. Sein Name ist John Blooming. Er ist der Direktor des Harding-Museums in der Stadt. Blooming ist aber kein netter Zeitgenosse. Er wird dir sein Blut kaum freiwillig geben. Es ist nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Das ist allerdings richtig. Zuvor solltest du aber noch mit Tom reden und dir ein paar Tipps geben lassen. Okay, wir brauchen das Vampir eines mächtigen, das Blut eines mächtigen Obervampirs. Gut, dann reden wir nochmal kurz mit The Rose und dann schauen wir mal, was mit Tom auch noch so zu... Willkommen zurück, Eric. Was mit Tom auch noch so gibt, Vampire? Erzähl mir mehr über die Vampire. Genau, erzähl mir mehr, Rose. Was würdest du denn gerne wissen? Vampire im Sanctuary. Kannst du mir etwas über die Vampire im Sanctuary erzählen? Ja, ich könnte dir etwas über sie erzählen, aber das wäre irgendwie unpassend, oder? Am besten sprichst du selbst mit ihnen. Tom hast du ja bereits getroffen. Er ist mein Sicherheitschef. Außerdem arbeiten noch die Kruger-Zwillinge im Club. April steht hinter der Bar. Ich nehme an, du erinnerst dich noch an sie. June legt die Musik auf. Wenn du etwas über sie erfahren willst, empfehle ich dir, mit ihnen direkt zu reden. Gut, mach mal. Erzähl mir was über dich, gute Frau. Erzähl mir etwas über dich. Über mich? Nun, ich bin seit knapp 10 Jahren kein normaler Mensch mehr. Mir gehört dieser Club und ich kümmere mich um die jungen Vampire. Wie beispielsweise dich. Aber ich will jetzt nicht wirklich über mich reden. Vielleicht ein anderes Mal. Gut, dann erzähl mir ein bisschen was noch über die Existenz. Wieso weiß niemand, dass es Vampire gibt? Weil wir es tunlichst vermeiden, aufzufallen. Glaubst du, die Menschen dort draußen würden sich freuen, wenn sie wüssten, dass wir unter ihnen leben? Wir können uns nicht mit synthetischem oder tierischem Blut zufrieden geben. Glaub mir, ich hab's versucht. Nein, wir brauchen richtiges Blut und wir brauchen es von einem lebenden Menschen. Wir sind mächtig, Eric. Du bist mächtig. Aber wir sind nicht unverwundbar. Kugeln können uns schaden, sogar töten. Und wir sind nicht nur wenige, sondern haben auch unter uns genügend Differenzen. Deshalb nutzen wir unsere Macht und unseren Einfluss, um die Menschen im Unklaren zu halten. Einige Vampire da draußen verfügen über Wirtschaftsimperien und beherrschen die Medien. Sie sorgen dafür, dass unsere Existenz geheim bleibt. Lass uns über etwas anderes reden. Gerne. Ich muss hier noch etwas erledigen. Komm zu mir, wenn du aufbrechen willst. Okay. Dann schauen wir mal zurück. Reden wir mal mit dem Tom oder wir suchen uns eine von den Zwillingen. Das kann auch nicht schaden. Die Steuerung. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ist ein bisschen. Die Grafik muss ich vor allem arbeiten. Es laggt schon sehr. Das nervt mich jetzt schon, diese Optik. Das ist gar nicht gut. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Diese eine ziehe ich jetzt schon noch durch. Jetzt reden wir mal mit ihr. Hey! Du bist Eric, oder? Tom hat mir von dir erzählt. Ich bin April. April Kruger. Wenn ich was für dich tun kann, sag einfach Bescheid, okay? Tu mal, erzähl mir was. Erzähl mir was von Vampiren. Erzähl mir etwas über Vampire. Ich würde dir gern weiterhelfen, Eric. Aber ich bin ehrlich gesagt selbst noch nicht allzu lange dabei. Was würdest du denn gern wissen? Kräfte! Was weißt du über Vampirfähigkeiten? Nicht viel, ehrlich gesagt.
Meine Schwester hat mich zum Vampir gemacht. Deshalb kann ich mich wie sie auch sehr schnell bewegen. Was ziemlich cool ist, wenn man Drinks mixt. Aber mit Rose und Tom können wir nicht mithalten. Ich habe gehört, dass es da draußen echt mächtige Vampire gibt, die Autos und Lastwagen durch die Gegend werfen oder von Hochhäusern springen können. Aber ich bin bisher niemandem begegnet, der so etwas kann. Puh, Gott sei Dank. Da ist aber was über Vampire hier drin. Erzähl mir was über die anderen Vampire im Sanctuary. Tom kennst du ja bereits. Er ist hier der Sicherheitschef und passt auf, dass alles ruhig bleibt. Die Menschen sind ja generell nie ein Problem. Aber ab und zu lassen sich hier andere Vampire blicken. Bisher war aber alles unter Kontrolle. Rose gehört der Laden. Sie ist ein echtes Computergenie und kann mit allem umgehen, was mit Technik zu tun hat. June ist meine Schwester. Sie arbeitet hier als DJ. Wenn du etwas über sie wissen willst, dann redest du am besten selbst mit ihr. Reden wir über etwas anderes. Wie du willst, Eric. Cool, dann gehen wir mal zum Museum irgendwo. Erzähl mir etwas über das Museum. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich im Museum war. Soweit ich weiß, gibt es da derzeit eine Mittelalterausstellung. Außerdem glaube ich, dass der Museumsdirektor auch einer von uns ist. Aber da müsstest du eher mit Tom oder Rose reden. Das stimmt. Sie hat ja schon oben bei der Rose haben wir ja schon erfahren, dass dieser Museumstypi das ist. Mit dem müssen wir ja das Blut irgendwie abzapfen. Gib mir einen Drink. Alles klar, Eric. Dein Drink kommt sofort. Eine Runde nach Art des Hauses. Ja, ja, das kennen wir schon. Okay. Dann suchen wir uns jetzt die andere Schwester noch und dann müssen wir eben mit Tom schon reden. Das dürfte dann eh schon wieder das Ende dieser Folge sein, ne? Okay, da ist der Tom, den will ich nicht. Ich will zuerst mit ihr reden. Kommen wir da nach oben. Es ist echt nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Ah ja, da ist die Treppe. Okay. Aber das Skelett nervt echt. Ich muss da wirklich was dagegen machen. Hey, du bist Eric, nicht wahr? Ich habe gerade wenig Zeit. Du siehst ja, dass ich beschäftigt bin. Erzähl mir etwas über Vampire. Vielleicht merkst du es nicht, aber ich arbeite gerade. Ich habe gerade keine Zeit für sowas. So leicht lasse ich mich nicht abspeisen. Red mit mir. Los, red mit mir. Ja, was gibt's? Erzähl mir etwas über dich. Sag mal, hast du mir nicht zugehört? Ich habe gerade wenig Zeit. Du kannst meine Schwester an der Bar nerven, wenn du nichts zu tun hast. Ja, blöde Schnäpfe. Einmal noch. Ja, dann halt nicht. Leck dich am Arsch und rimmel mit dem Tom. Oh, das nervt mich jetzt schon wieder. Ich wollte ein bisschen Info aus dir rauskitzeln. Gemeinheit. Man kann aber nicht alles haben, was soll's. Aber ich finde die Bodypainting-Optik echt geil. Also das hat was. Auf die Idee müsste es wohl kommen. Beziehungsweise die Idee gibt's ja schon, aber im Game verwendet, meine ich, ist das bestimmt keine groß oft verwendete Angelegenheit. Hey Mann, alles klar? Was mir auffällt, ist allerdings, dass die alle um das Auge rum diesen ganzen Scheiß haben. Kannst du mir etwas über das Museum erzählen? Ah, Rose hat dir davon erzählt. Klar, Mann. Was willst du wissen? Was muss ich über das Museum wissen? Hey, Mann. Ich hab mit Museen nicht so viel am Hut. Irgendein reicher Schnösel hat es aus Europa hierher bringen lassen. Das Teil war früher mal eine Burg oder sowas. Ansonsten haben die Wachen nicht viel drauf. Fette Wachmänner eben. Alle nur mit Pistolen ausgerüstet und würden wahrscheinlich nicht mal ein Haus auf 20 Meter Entfernung treffen. Das Nebengebäude ist so ein alter Wachturm. Da findest du die Sicherheitszentrale. Okay, danke. Ach, da wäre noch eine Kleinigkeit. Was für eine Kleinigkeit? Ich habe gehört, dass Blooming ein paar Werke über Vampirismus im Museum hortet und digitalisiert hat. Ich würde dazu gerne mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht kommst du dazu, das Zeug aufzutreiben und mitzubringen. Wenn du also wirklich ins Museum gehst, wäre es super, wenn du mir von dort was mitbringen könntest. Wenn ich dazu komme?
gut, dann sag mal noch was über Blooming. Erzähl mir etwas über Blooming. Das ist der Blooming Vampir, ist ja. Ein durchgeknalltes Arschloch. Der Typ hat echt nicht mal alle beisammen, Mann. Ich hab ihn vor einem Jahr mal getroffen, weil ich überlegt hatte, für ihn zu arbeiten. Aber der ist verrückt. In den letzten Monaten hat sich das Ganze noch verschlimmert. Der Letzte, der ihn aufsuchen wollte, ist nicht mehr zurückgekommen. Wir vermuten, dass Blooming ihn umgenietet hat. Hört sich nach Spaß an. Klar, Mann. Wenn du gern auf Wahnsinnige triffst. Lass uns über was anderes reden. Klar, Mann. Was immer du willst. Okay, jetzt wollen wir schnell weggehen. Bis später. Alles klar, Mann. Bis später. Passt. Ja, gut. Nein, das war dann das Ende... Entschuldigung. Das war dann das Ende vom ersten Part von Let's Play Dark. Es war mir eine Freude. Bis jetzt ist zwar noch nicht viel passiert. Es ist ein bisschen... Ja, ich weiß es nicht. Das kommt schon noch. Gehen wir mal davon aus. Wir sind ja auch ganz am Anfang. In der nächsten Folge machen wir dann das Tutorial beim Tom und werden vielleicht auch dann schon auf die Mission in Richtung Museum aufbrechen. Auf alle Fälle wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wenn ich aus dem Fenster sehe, wir haben geniales Wetter. Das werde ich jetzt dann auch ausnutzen gehen. Und ansonsten noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.